Willkommen, liebe Nerdzer Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge Pau! Ich habe wieder hier altbekannte Sichter sitzen. Ihr kennt ja noch Julian und Nico von der letzten Folge Movie Talk. Yes. Genau das haben wir heute wieder vor. Wir reden über Filme. Yeah! Gibt nichts Schöneres, oder? Nein, ich auf keinen Fall. Also für dich zumindest nicht, oder? Eigentlich aber heute nicht über Kinofilme, sondern... Genau, heute reden wir über DVD-Erscheinungen, die entweder gerade gekommen sind oder bald kommen. Yes. Und zwar zuerst ein Film, den wahrscheinlich eh schon viele gesehen haben, aber er kommt halt bald auf DVD. Django Unchained. Oder Django? Das kannst du halten, wie du magst. Also ich denke mal... Okay, dann sag ich Django. 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 Unchained. Ja, wie hat er dir gefallen? Oder wie hat er euch gefallen? Ihr habt ihn ja beide geschaut, oder? Ich habe ihn tatsächlich geguckt. Und ich fand ihn... wechselhaft. Ja, ich fand ihn gut, aber ich bin ja so ein kleines Sensibelchen. Also mir war das manchmal ein bisschen viel Blut auch. Was? Ein Scherz, oder? Ja. Nein. Also doch. Ich fand ihn Tarantino kann gern noch mehr in dieser Richtung machen. Kein abschreckendes Beispiel oder so. Bloß nicht. Also ich fand ihn einfach, hatte so halt so ein bisschen, es war halt ein Tarantino. Ja. Es war aber nichts Besonderes. Es war ein Tarantino, der war auch gut. Das kann man nicht leugnen. Vor allem Christopher Waltz war überragend. Völlig zu Recht den Oscar gewonnen. Ja, völlig zu Recht. Bester Nebendarsteller, ja. Aber wie gesagt, so der Film, alles in allem, der war super, aber es war für Tarantino einfach nichts Außergewöhnliches. So. Ja, also... Ich habe auch lange mit Kumpels darüber gesprochen, weil wir tatsächlich wirklich alle Tarantino-Filme gesehen haben und wo man den so ranken würde. Und da gehen die Meinungen aber sehr weit auseinander. Also Pulp Fiction, klar, kommt nichts vorbei. Reservoir Dogs, und ich finde auch Kill Bill 2 absolut grandios. Ist eher so, weiß ich nicht, aber... Den habe ich tot geguckt auf ProSieben. Geil, tot. Ich fand ihn besser als die Bastards beispielsweise. Was würdet ihr sagen? Inglourious Basterds besser als Django, schlechter als Django, wenn man jetzt mal die jüngsten beiden vergleicht? Also ich fand Inglourious Basterds besser. Aber es ist halt auch Geschmackssache. Ja, klar. Ich fand auch fast Inglourious Basterds ein bisschen besser. Ja, schau an. Ja. Aber ich kann auch nicht so, was heißt Western? Man kann ja jetzt nicht Django Unchained als den Western betrachten, aber... Also du kannst generell, Tarantino ist so sein eigenes Genre. Da ist relativ schwer zu sagen. Man kann nur sagen, wo ist so grob der Film angesiedelt, wo spielt er wo. Mhm. Und dann, dann legt er los und metzelt und hat Spaß. Wie schon gesagt, also es ist nichts für zart Beseitete, würde ich sagen. Das kann man schon mal sagen. Für wen ist es was? Ja, für Tarantino-Fans. Ja, für Tarantino-Fans sowieso. Für Western-Fans denke ich auch. Und für Fans von Christopher Waltz, die super Schauspielkunst von ihm, also... Generell für Leute mit gutem Geschmack, sagen wir das jetzt einfach mal so. Ja, definieren wir jetzt Leute mit gutem Geschmack. Ihr schaltet in einer Stunde wieder ein, wenn wir fertig sind. Ja, oder schaut einfach, was ich gerne für Filme schaue, und dann ist das auch in Ordnung. Er kriegt auf jeden Fall von mir den Daumen hoch. Drive, ne? Drive. Ja, Drive mal wieder, genau. Nächster Film, Zero Dark Thirty. Da klinke ich mich wieder aus. Ich nehme mal so einen Bonbon und schmatze in mein Mikrofon. Also, ja, da darf der Nico, glaube ich, wieder alleine erzählen. Also ich weiß nur, darf ich kurz nicht anfangen? Ich möchte nicht zu viel alleine erzählen. Dann fang du an. Also ich sag, was ich weiß. Ja, ich weiß nur, dass die Regisseurin eine Frau war. Wow, ja. Ja, pass auf, eine Frau von einem berühmten anderen Regisseur. Ja. Ist noch richtig, ne? Ist alles richtig. Story ist doch dann, es geht um das Manöver um Osama Bin Laden, oder nicht? Genau, und die Hintergrundgeschichte dazu. Also wie ist und jetzt kommst du ins Spiel. Da hört das Wissen auf. Ja, also es fällt ja schon kontrovers, wenn eine Frau Regie führt, ne? Also. Echt? Also, das habe ich jetzt nicht gehört. Nein, Catherine Bigelow hat ja schon mit Hurt Locker bewiesen, dass sie es drauf hat, definitiv. Die Frau von wem nochmal? Die Frau von James Cameron. Hatten wir das gerade schon? Nein. Nein, aber du versuchst mich hier auf den Spot zu stellen und ich... Ja, aber du weißt es ja, ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Mir hat der Film tatsächlich sogar besser gefallen als Hurt Locker, Tödliches Kommando. So grobe Geschichte. Wir haben die Ermittlerin, ganz junge Frau, mir ist gerade die Schauspielerin entfallen. Tablet, ja, dann, bitte. Tablet, das mal. Tun wir deinen Dienst. Vielleicht kommt es auch gleich wieder. Ich meine irgendwas mit Jennifer. Egal. Auf jeden Fall junge Agentin, die... Ja, wonach muss er suchen? Zero Dark Thirty vielleicht. Ach, das war der Film, über den wir sprachen. die praktisch als ersten großen Auftrag... Nein, suche nach One Night in Paris. Da so. Müsste sie doch schon stehen. Ach, mein Klappen Gott. Wir das hier auf? Ich da, guck mal hier, hab es. Meinst du diese, ne? Ja, Jessica Chastain, genau, richtig. Alles klar, also, es sei mir verziehen, dass mir dieser Name entfallen ist. Auf jeden Fall, sie als ersten großen Auftrag ist sie dann
bei der Suche nach Osama Bin Laden dabei und wühlt sich so durch. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass man wirklich, auch wenn Catherine Bigelow Amerikanerin ist, ein kritisches Bild auf die amerikanischen Methoden hat. Wir sehen Watering, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Foltermethode. Die Foltermethode, in der einem ein Handtuch aufs Gesicht gedrückt wird und dann Wasser darüber gegossen wird, ist alles sehr, sehr heftig. Alles wirkt sehr real. Man hat dieses beklemmende Gefühl, dass man zu jedem Zeitpunkt als Soldat ein Ziel ist in Afghanistan und wo auch immer. Das kommt sehr gut rüber, finde ich. Und der ganze Film hat einen sehr realistischen Look. Und obwohl man schon weiß, wie es ausgeht, nämlich, wir haben es natürlich, also wenn man jetzt nicht hinterm Mond lebt, weiß man natürlich, dass Osama Bin Laden am Ende fällt und erschossen wird. Und sich das Bein bricht, achso, er wird erschossen. Oh. Hat man dennoch bei diesem, unglaublich, hat man dennoch die ganze Zeit in dieser Einsatzszene eine Spannung, die man fast greifen kann, wirklich. Es ist so intensiv gefilmt und so gut gemacht. Und deswegen finde ich diesen Film eigentlich noch besser als Hurt Locker. Weil ich denke, Hurt Locker, da hatte sie auch eine interessante Geschichte und konnte da mitarbeiten. Zero Dark Thirty, das zeichnet sie als Regisseurin eigentlich nochmal aus. Und dafür ist mir der Film auch bei den Oscars zu wenig gewürdigt worden. Also auch wenn ich ihn erst im Nachhinein gesehen habe. Entschuldigung. Nee, kein Ding. Also ich wollte den Film auf jeden Fall gucken. Ich habe es irgendwie verpennt, als er im Kino war. Auch ein interessanter Film für dich. Ja, Mensch, praktisch, dass der jetzt auf DVD kommt. Ja. Ja, schon. Ja, wenn Marcel ihn in seine DVD-Sammlung aufnimmt, werde ich ihn wahrscheinlich angucken. Wenn du ihn leihen darfst, ne? Ja. Für 3 Euro. Also wenn ich jetzt mal reinrufen darf, DVD oder Blu-ray, bei vielen Dramen ist es ja egal. Hier würde ich definitiv zur Blu-ray raten, weil halt auch die Bilder sehr, 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 okay, sehr geil sind. Auch. Ja, gut zu wissen. Okay, geile Bilder. Nächster Film ist Flight. Den hat Julian sich angeguckt. Jetzt willst du auch zur Blu-ray leiten? Ja. Zur Blu-ray nicht leiten. Raten. Ja. Also ja, Flight auf jeden Fall. Ein sehenswerter Film. Denzel Washington hat auch da nicht umsonst den Oscar bekommen. Ich muss sagen, der Film hat eine super Story. Denzel Washington. Was? Hat er nicht? Mm-mm. Doch. Ganz kurz hier, als während mein Kollege so unwissenhaft das ausplaudert, der Oscar ging natürlich an Lincoln. Lincoln, Daniel Day-Lewis. War er doch nur nominiert? Er war nur nominiert. Da gibt es diesen Witz. Dann hat er den Oscar der Herzen für mich gewonnen. Oh. Okay, Julian, damit bist du raus. Nächste Woche habt ihr einen neuen Moderator bei Pau. Seth MacFarlane hat während der Oscar-Moderation ist er noch auf die Bühne gekommen und hat gesagt: Hey everybody, I'm Daniel Day-Lewis. Except I'm not. I'm just that good. Und völlig zu Recht hat er den Oscar gekriegt für Lincoln. Aber tut mir leid, ich habe. Nee, das war gut, dass du mich korrigierst. Dafür bist du ja da, ne? Ja, gut, ja, für nichts anderes. Also dann korrigiere ich mich und sage: Bei mir hat er den Oscar der Herzen gewonnen. Ne? Und die Story ist wahrscheinlich vielen bekannt. Das Trailer liefen oft genug. Und es geht einfach darum, dass ein Pilot ein Flugzeug manövriert, was eigentlich manövrierunfähig ist, und es noch gelandet bekommt. Also gerade gelandet bekommt, kopfüber. Ich habe den Trailer auch gesehen. Genau. Und insgesamt ist es dann eben eine dramatische Story, die sich aus dem Film entwickelt. Ich möchte jetzt hier nichts vorwegnehmen und spoilern. Ja, man hat im Trailer ja schon gesehen, ne? Don't drink and fly. Ne? Also und Drive aber auch. ja. Für mich, persönliche Frage, John Goodman, den ich ja grandios finde, gerade in The Big Lebowski und so weiter, spielt da einen Priester, wenn ich mich jetzt nicht vertue, oder? Wie ist der so? Oder was macht der für ihn? So ein Pressesprecher? Jetzt habe ich dich auf dem Spot, ne? Ja, jetzt hast du mich auf dem Spot. Der Dicke. Ich schau das mal nach. Ja, wir müssen das mal nachgucken. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, vielleicht ist es... Oder ist neben Denzel Washington dir vielleicht noch jemand anderes irgendwie so im Gedächtnis geblieben, der dir besonders gut gefallen hat? Natürlich der Anwalt, der da viel mit ihm auch zu kämpfen hat, aufgrund dessen, dass der Pilot, so viel darf ich verraten, alkoholabhängig ist und da Probleme hat, den wieder auf die gerade Spur zu bekommen und es da immer wieder Probleme gibt. Und Steffen, hast du schon was gefunden? John Goodman. Ich könnte mich natürlich jetzt auch vertan haben. Ja, nee, steht hier, ne, oder? Was hast du hier? Warte, ich gehe mal wieder auf meine Lieblingsseite. Eine wissenschaftliche Seite, ja, hochwissenschaftlich. Nerds.de, genau, findet das alles. John Goodman spielt Harling Mace. Wenn ich jetzt noch wüsste, wer Harling Mace ist, hilft dir das auf die Sprünge? Nee, es ist leider zu lange her, dass ich den Film gesehen habe. Okay, ja gut, dann lassen wir das jetzt offen stehen und vielleicht auch irgendwie als Frage an unsere Zuschauer. Helft mir auf die Sprünge, wie gut war John Goodman? Und ist der bei euch vielleicht in Erinnerung geblieben? War er vielleicht so schlecht, dass man ihn zurecht vergessen hat? Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann. Ja, bekackte Scheiße, ne? Ja. Um zurück zu The Big Lebowski zu kommen. Unter anderem. Gut, zuletzt haben wir noch als Neuerscheinung Silver Linings. Den habt ihr beide gesehen? Du nicht? Ja.
wenn ich sage, ihr habt den Ball gesehen, ja, dann habe ich den nicht gesehen. Okay, okay. Ja. Hier übrigens, auch hier in diesem Kino, im Lichtwerk. Natürlich. Ach ja, genau. Habe ich das überhaupt erwähnt, dass wir wieder im Lichtwerk sind? Glaube schon. Ja, hast du, glaube ich, erwähnt. Ja, doch. Gut. Sie zeigen nämlich immer die Filme bei den Oscars, die jetzt nicht in den großen Blockbuster-Kinos laufen. Oh. Unter anderem auch Silver Linings. Jetzt hast du gleich den Button vom Lichtwerk verloren. Lass das nicht die Leute in der Theke sehen. Ja, dann kriegen wir keine Gummibärchen mehr. Und dann ist Achterbahn. Ja. Dann kann ich nicht mehr ins Mikro schmatzen. Also, ja, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, Bradley Cooper hat in Silver Linings gezeigt, dass er mehr als ein hübsches Gesicht ist. Ich fand ihn gut da. Mir hat er gut gefallen in dem Film. Worum geht's in dem Film überhaupt? Mal so grob einmal abgerissen. Möchtest du? Mach du. Soll ich? Ja. Oh, wow. Ich bin jetzt total verunsichert hier. Ach, okay. Was hast du da angestellt? Bradley Cooper spielt einen, ja, ich sag mal, geistig gestörten Mann, der seine Frau beim Beischlaf mit jemand anderem erwischt hat und daraufhin völlig ausgerastet ist. Und ist, ich würde sagen, er ist labil. Ich kann das jetzt, dafür mir doch die psychologische Tiefe, sag ich mal. Und er trifft, gespielt von Jennifer Lawrence, eine Frau, die nach dem Tod ihres Mannes ebenfalls so drauf ist. Und die beiden sind halt ein herrlich schräges, tolles Couple. Und er verspricht ihr, bei ihrem Abschlusstanz zu helfen. Ich denke mal, das ist so der wichtigste Aspekt der Geschichte. Ja, und die beiden tanzen dann halt zusammen und gehen auf Dates und man kann sich das vorstellen, beide labil sind ja total irre und spielen das aber auch sehr glaubwürdig. Also man hat Spaß, man lacht natürlich auch über sie, aber man lacht nicht über sie, weil man denkt, oh, die Idioten, sondern einfach, weil es ist so gut. Es ist also die Dynamik ist da zwischen den beiden Schauspielern. Richtig, ähnliche Dynamik wie zwischen uns beiden. Korrekt. Ja, wunderbar zwischen euch beiden. Also während ich natürlich der Bradley Cooper bin und an meiner Seite Jennifer Lawrence. Ja, so, jetzt habe ich schon was erzählt. Sag du mal was. Was hat dir bei dem Film gut gefallen oder was ist bei dir so hängen geblieben überhaupt? Ja, das möchte ich jetzt wissen, ne? Wo ich da eben schon nicht mehr wusste, wie es bei Flight genau war. Ja, was ist bei mir hängen geblieben? Auf jeden Fall fand ich die schauspielerische Leistung von Jennifer Lawrence und Bradley Cooper auf jeden Fall sehr gut. Oscar? Ja, aber genau. Aber nicht für Cooper? Nein. Sondern? Die Schauspielerin. Korrekt. Für dich! Für dich! Habe ich wieder einen Pluspunkt gesammelt hier, oder? Ja. Ja, und ja, insgesamt die Story, ja, schon ein bisschen tragisch auch, ne? Aufgrund der Tatsache, dass er psychisch nicht so der stabilste ist. Ja, schon, also und so eine Mischung, sich dann, ne? Ich weiß, ja. Aus Komödie und Tragödie so ein bisschen. Ja, und am Ende dann. Wollen wir ja nicht sagen. Gut. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Trotzdem dürft ihr euch den gerne angucken, den Auf Film. Auf jeden Fall. Auch, ne? Hat zu Recht. Ja, hier klar. Diesmal da doch den Oscar gewonnen. Zumindest die Hauptdarstellerin. Genau, also auch klare Kaufempfehlung. Ich glaube, da ist DVD oder Blu-ray. Darf sich Steffen egal. Auch bald noch von Marcel leihen. Marcel ausleihen, genau. Also, genau. Marcel. Weißt du Bescheid? Da wird das Portemonnaie bluten. Schätzelein. Ja, richtig. Gut. Wir haben alle Filme abgehakt, die bald rauskommen. Die Zeit ist schon wieder weit fortgeschritten. Ich esse noch das Anstands. Wie sagt Stefan einmal? Gum-Gum hier. Wir haben doch keine Zeit. Nicht wahr? Verstehen Sie, meine Damen und Herren. Verstehen Sie. Ja. Und damit Marcel wieder Schmatz rausschneiden kann. Ja. Jetzt sind Teller auch leer, ne? Ja, ich sag ja. Ich habe das Anstandsbomben noch gegessen. Mhm. Genau, das war's wieder von Pau. Seid das nächste Mal dabei und wir sagen auf Wiedersehen. Ja. Ciao. Macht's gut. Tschüss.